Wenn du noch Geld in GTA Online für das Update brauchst, dann check auf jeden Fall meinen Partner JG Gaming ab. Dort einfach auswählen, auf welcher Plattform du spielst, wie viel Geld du haben willst und den Rabattcode JULEX verwenden, um 40% DLC-Rabatt zu erhalten. Also check auf jeden Fall den Link in der Beschreibung ab. Mit dem neuen Contracts DLC haben wir heute 4 neue Agenturen ins Spiel bekommen. Aber welche davon soll ich mir denn jetzt kaufen? Unterscheiden die sich? Welche ist da die beste? Welche ist die schlechteste? Wir klären es im heutigen Video. Bleib also auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Gut und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier auf JULEX. Schön, dass du eingeschaltet hast. Erstmal ein großes Willkommen an alle neuen Abonnenten auf diesem Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es freut mich wirklich, dass wir vorhin im Stream so viele neue dazu bekommen haben und dass so viele Leute mit am Start waren. Freut mich wirklich sehr. Ich hoffe, euch hat der Stream genauso gefallen wie mir. Okay, jetzt gibt es aber heute Nachmittag einige Videos und ich hoffe, dass ich euch mit denen auf jeden Fall helfen kann. Und der erste Ratgeber für dieses Video, beziehungsweise jetzt für die Videos, die heute Nachmittag kommen, soll sich eben auf die neue Agentur beziehen. Denn ich denke, viele von euch werden sich diese kaufen wollen, sind jetzt am Überlegen, oh, ich habe nicht so viel Geld in GTA, welches davon soll ich kaufen? Zunächst einmal muss man sagen, alle diese Agenturen sind gleich. Innen, ihr werdet keinen Unterschied merken. Das Einzige, wo sie sich unterscheiden, ist erstens die Location und der Ausblick. Wenn ihr rausguckt, seht ihr halt unterschiedliche Sachen. Ist ja logisch. Aber ansonsten sind die halt wirklich zu 100% gleich. Also das kann ich direkt mal vorneweg sagen. Was sich allerdings unterscheidet, ist der Preis. Und da muss man dann mal überlegen, okay, warum sind die denn so unterschiedlich teuer? Zunächst einmal hätten wir Little Seoul. Hier kostet einfach die Agentur 2.010.000 $. Ist damit auch die billigste. Dann hätten wir die Vespucci Kanäle für 2,145 Millionen. Die Roxford Hills für 2,4 Millionen. Und dann noch die teuerste Location, und zwar in der Nähe von der Pacific Standard Bank, Hawick, eben für 2,8 Millionen. Das sind erstmal die Grundpreise. Gleich gibt es aber noch eine Menge Upgrades, welche ihr optional machen könnt. Und jetzt ist die Frage, welche davon lohnen sich und welche eben nicht. Zunächst einmal hättet ihr Kunstwerke. Hier könnt ihr auswählen bis zu 340.000. Das Ganze ist halt einfach Geschmackssache. Wenn ihr sparen wollt, lasst ihr es halt weg und nehmt die billigste Option. Anschließend haben wir noch Tapete und Highlight. Zusammen kosten die 550.000, beziehungsweise die Tapete 442.000 und die Highlights eben 100.000. Auch das ist wieder Geschmackssache. Könnt ihr nehmen oder lasst es bleiben. Die nächste Option ist auch eine der teuersten, und zwar die Waffenkammer. Diese kostet euch 720.000 GTA-Dollar. Sollte man die jetzt nehmen oder nicht? Naja, diese Waffenkammer fungiert eben als kleiner Privat-Ammunition, wenn man es so will. Ihr könnt da eure Waffen eben umbauen zu MK2-Varianten, ihr könnt neue Waffen kaufen und diese Waffenkammer ist auch zwingend erforderlich, wenn ihr euch den neuen Taser und den neuen Kompakt-EMP-Launcher kaufen wollt. Die gibt's nicht beim Ammunition, diese beiden Waffen. Ihr braucht die Waffenkammer, sonst könnt ihr euch das Ganze nicht kaufen. Als nächstes hätten wir noch den Wohnbereich für 275.000. Diese Option braucht ihr wie bei allen Immobilien nur, wenn ihr als Spawnpunkt die Agency festlegen wollt. Dann braucht ihr das, wenn ihr einfach letzten Ort einstellt und jedes Mal eure Konsole erst schließt, wenn ihr in die Agency rein seid, könnt ihr euch das Geld auch sparen. Also, wenn ihr sparen wollt, lasst es weg, ansonsten nehmt es halt mit. Ist eine ganz coole Sache, kann man nehmen, kann man halt auch einfach bleiben lassen. Und dann hätten wir noch als letzte Option die Werkstatt. 800.000 GTA-Dollar. Und hier ist meine ganz klare Meinung. Wer das Geld hat, diese 800.000, sollte das definitiv auf jeden Fall nehmen. Denn ihr habt nicht nur direkt an eurer kostenlosen 20er-Garage in der Agency direkt eine Werkstatt, wo ihr die Autos tunen und modifizieren könnt, sondern ihr schaltet auch einen extrem heftigen, nicen Tuning-Punkt frei, und zwar die Imani-Optionen. Dort habt ihr nämlich die Möglichkeit, bei euren Autos einen Störsender für Lenkraketen einzubauen. Das heißt, keine MK2-Lenkraketen mehr auf euch, keine Lenkraketen von anderen Spielern, die euch damit killen können. Ey, es ist so unglaublich geil. Außerdem gibt es noch eine zweite Option, mit der ihr euer Auto fernsteuern lassen könnt. Aber diese beiden Optionen werden wir nochmal in einem extra Video etwas genauer beleuchten, nur dass ihr das schon mal wisst. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr das Geld habt oder irgendwie auftreiben könnt, holt euch diese Werkstatt. Insgesamt könnt ihr also mit der billigsten Variante von der Agency bei 2 Millionen landen und mit der teuersten, also teuerste Location mit maximalen Upgrades, seid ihr bei 5,5 Millionen. Eine Sache für alle Sparfüchse jetzt. Wenn ihr Twitch Prime habt,
dann, und das wissen wir aus der Vergangenheit, ist es ja wahrscheinlich, das Ganze ist nicht bestätigt, aber meine persönliche Vermutung, auch bei diesem Update wieder so, dass wir als Twitch Prime-Mitglieder die billigste dieser ganzen Varianten kostenlos bekommen werden. Das heißt, die Location, habe ich euch ja schon gesagt, ist eigentlich bei allen relativ ähnlich, sind alle in der Stadt, also es macht jetzt nicht so einen riesen Unterschied. Das teuerste ist ein bisschen Richtung Casino, mag sein, dass dann der ein oder andere Weg ein Ticken kürzer ist, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich vollkommen egal, welches ihr nehmt. Das heißt, wenn du Twitch Prime hast, nimm das billigste, und sollte Rockstar Games heute Abend auf dem Newswire dann doch noch veröffentlichen und bestätigen, dass alle Twitch Prime-Mitglieder eben kostenlos wieder das billigste, die billigste Immobilie bekommen, kriegst du auch noch Geld zurück. Also was willst du mehr? Da ist meine Empfehlung, nimm auf jeden Fall Little Soul. Okay, also jetzt haben wir diese Agency gekauft, aber was schalten wir denn jetzt alles im Zusammenhang mit dieser Agency frei? Erstens, die ganzen Story-Missionen. Sie sind aufgebaut wie ein Heist, wir haben Vorbereitungen und am Ende eben ein Finale. Diese nennen sich, und deswegen nicht wundern, VIP-Aufträge. Ihr werdet einen PC erhalten, ähnlich wie im Büro, und da gibt es jetzt zwei Kategorien, eben entweder Security-Aufträge oder eben VIP-Aufträge, und VIP-Aufträge sind eben diese Haupt-Story-Missionen. Bei den Security-Aufträgen haben wir jetzt immer drei zur Auswahl. Das sind mehr so kleine Nebenmissionen. Dort können wir entweder einen Mord machen oder Sachen beschützen oder was auch immer. Es gibt immer unterschiedlich viel Geld, so zwischen 30.000 und 70.000 Dollar. Ist ganz nett, kann man mal machen. Man kommt vor allem mal in ganz coole Orte rein, wie zum Beispiel eben das Tequila Lala. Ansonsten schalten wir noch zwei Kontakte auf dem Telefon frei, einmal Franklin und einmal Imani. Bei Franklin können wir Security-Aufträge auch von unterwegs anfordern, außerdem noch Telefonattentatsmissionen wie bei GTA 3 anfordern, allerdings muss man die erst freischalten. Einen Firmen-SUV, mit dem ihr dann rumfahren könnt, einen SUV-Service, das funktioniert wie ein Taxi oder der Limousinen-Service, der euch dann eben zurück zur Agency fährt, und Nachschub, da bekommt ihr Panzerung, Leben und Munition vorbeigebracht. Bei Imani könnt ihr anfordern, dass ihr unentdeckt in einem bestimmten Radius, ich glaube 500 Meter sind es, für eine bestimmte Zeit bleibt, und ein Motorrad mit schusssicheren Reifen. Ansonsten können wir noch beim Assistenten in der Agency selber uns den SUV-Service nehmen. Das bedeutet, wir werden einfach wohin teleportiert, was sehr, sehr geil ist, oder das Ding mit dem Auto oder Helikopter eben verlassen. Die Waffenkammer, und das habe ich ja eben schon erklärt, funktioniert letztendlich wie ein kleiner Ammunition. Ihr könnt dort eure Waffen auf MK2 upgraden, ihr könnt sämtliche Waffen kaufen, und diese ist auch zwingend erforderlich, wenn wir den Taser oder den Kompakt EMP Launcher erwerben wollen. Aber dazu, wie gesagt, mache ich nochmal ein extra Video. Und bei der Agency, und das ist auch wichtig, gibt es eben noch 20 Garagenplätze, und die sind kostenlos dabei. Ihr müsst keine extra Garage kaufen, was natürlich eine sehr, sehr geile Sache ist. Ja, Freunde, und das sind jetzt eigentlich auch schon alle Sachen, die ihr wissen müsst über die Agency in GTA Online, über die neue. Welche von denen hast du dir gekauft? Schreib es wie immer sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten, Freunde, heute Abend 20 Uhr Livestream hier auf dem Kanal. Wir werden die Hauptstory-Mission, diesen Haupt-Heist, sag ich mal, zusammen im Stream zocken, und das solltest du auf gar keinen Fall verpassen. Ansonsten, wenn du noch Geld in GTA Online brauchst, check meinen Partner JG Gaming ab, und mit dem Rabattcode Julex kriegst du, wie gesagt, nochmal 40% Rabatt, was natürlich sehr, sehr nice ist. Infos und auch der Rabattcode stehen aber nochmal in der Videobeschreibung. Ansonsten, wenn du neu sein solltest, lass auf jeden Fall ein Abo da, um nichts mehr rund um das neue Contracts DLC in GTA Online zu verpassen. Und jetzt bin ich raus, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.